Gewählt wird auch in Spanien, schon am Sonntag. Mehr darüber gleich nach den Meldungen des Tages. Die EU hat die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts um weitere 6 Monate beschlossen. Russland reagierte gelassen. Die Strafmaßnahmen würden sich nicht auf die Wirtschaft auswirken. Im Tauziehen um die Hypo-Altlasten hat Kärnten einen Kredit über 1,2 Milliarden Euro beschlossen. SPÖ, ÖVP, Grüne und das Team Stronach akzeptieren die Bedingungen. Mit dem Geld und einem Beitrag des Bundes soll den Hetergläubigern ein Rückkaufangebot vorgelegt werden. Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny rechnet damit, dass mittelfristig jeder dritte Bankjob verschwinden wird. Das wären bis zu 25.000 Arbeitsplätze. Der Strukturwandel bei den Banken verlaufe im internationalen Vergleich aber langsam. Jenes Baby, das den hochresistenten Acinetobacter-Keim in die Linzer Landesfrauen- und Kinderklinik eingeschleppt haben dürfte, ist gestorben. Es ist seiner schweren Herzerkrankung erlegen. Der Zustand der 3 weiteren infizierten Kinder ist unverändert. Mutter Teresa wird heilig gesprochen. Der Vatikan hat ein dafür nötiges zweites Wunder anerkannt. Die Ordensgründerin hatte sich in Indien für die Armen eingesetzt. Die Heiligsprechung soll am 4. September erfolgen.